Sie sehen die Weihnachtsansprache des Stadtbürgermeisters Michael Niedermeier der Stadt Kandel. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Weihnachtszeit ist eine Zeit, in der wir eigentlich zur Ruhe kommen sollen. Die Adventszeit eine Zeit der Vorfreude auf das Weihnachtsfest, das Fest der Liebe. Ein Fest, an dem wir alle normalerweise zusammenkommen. Familien kommen zusammen, um gemeinsam zu feiern. Freunde und Verwandte, die man oft nicht das ganze Jahr nicht über gesehen hat, sieht man an Weihnachten. Darauf freut man sich. Eigentlich. Diese Worte in diesem Jahr, und ich habe sie gerade selbst wieder benutzt, normalerweise und eigentlich. Wie oft benutzen wir diese Worte in diesem Jahr? Inflationär. Ich zitiere nun Sätze, die mich in diesem Jahr in Gesprächen und Nachrichten mit eben diesen Worten erreicht haben. Normalerweise wären wir in den Urlaub gefahren. Eigentlich hätte der Maimarkt und Oktobermarkt stattgefunden. Normalerweise hätten wir den Geburtstag meiner Tochter gemeinsam mit ihren Freunden gefeiert. Eigentlich würde mein Sohn in die Kita gehen. Normalerweise würde ich Oma und Opa an ihren Geburtstag besuchen. Normalerweise hätten wir die Geburt unseres Kindes gemeinsam erlebt. Eigentlich würde mein Vater noch leben. Sätze bzw. Folgen der Corona-Pandemie, die uns seit März im Griff hat. Sätze, die zeigen, dass dieses Virus in unserem Leben die Freiheit raubt. Dass dieses Virus unsere Gesundheit beeinflusst. Dass dieses Virus Leben auslöscht. Unvorbereitet und hart. Dazu die sogenannte soziale Distanz, die uns einsam macht. Jeden von uns. Diese Kontaktreduzierungen, ein so sachliches Wort, das aber so viel mit sich bringt. Verstehen Sie mich nicht falsch, die Kontaktreduzierungen sind wichtig. Sie schützen uns alle und die Schwächsten sowieso. Aber diese Reduzierungen, diese Distanz, begleitet uns fast das komplette Jahr hinweg. Und das macht was mit uns Menschen. Wir sind zum Großteil für diese Maßnahmen. Aber trotzdem geht es nicht spurlos an uns vorüber. Wir sind gereizt, gestresst, teilweise depressiv und traurig. Das lassen wir dann leider oft an den Menschen aus, die wir am meisten lieben. Und das ist wieder eine weitere Herausforderung, zu schauen, dass man selbst, aber auch mit seinen Liebsten, daran nicht kaputt geht. Und als wäre das alles nicht genug, hat man neben der Corona auch noch seine anderen Schicksalsschläge zu bewältigen. Das ging und geht mir persönlich nicht anders. Und sich dann an den positiven Ereignissen hochzuziehen und in den Vordergrund zu stellen, das ist gerade dann sehr schwierig. Aber es ist wichtig und es ist richtig, das Positive zu sehen und voranzustellen. Hier ein Zitat von Steve Jobs. Ihre Zeit ist begrenzt, also verschwenden Sie sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Lassen Sie sich nicht von Dogmen in die Falle locken. Lassen Sie nicht zu, dass die Meinung anderer Ihre innere Stimme ersticken. Am wichtigsten ist es, dass Sie den Mut haben, Ihrem Herzen und Ihrer Intuition zu folgen. Alles andere ist nebensächlich. Ich habe für mich persönlich dieses Zitat von Steve Jobs als Richtschnur genommen. Dieses Jahr und auch das kommende Jahr eben mit dieser Einstellung, die daraus zu lesen ist, zu begegnen. Sich von seinem Herzen leiten zu lassen und nicht von anderen, müssen wir wieder mehr beherzigen. Glücklich zu sein ist unser aller Streben. Mit dem Beherzigen von Steve Jobs Worten kommen wir alle diesem Streben nach Glück wohl näher. Die vergangenen Monate haben aber auch gezeigt, dass wir in Kandel alle zusammenhalten. Das Motto Kandel hält zusammen ist keine leere Worthülse, sondern wird an allen Ecken und Enden in unserer Stadt gelebt. Das lässt mich auch munter stimmen, dass trotz aller Widrigkeiten und sozialer Distanz
diese Distanz nur körperlich ist. Wir sind alle in unserer Stadt und darüber hinaus mehr zusammengewachsen. Jedes Jahr an Heiligabend, jedes Jahr in der Weihnachtszeit haben wir immer Freunde eingeladen und wir denken daran zurück, wie es war vor all den Jahren, als wir kleine Kinder waren und auf den Bäumen lag noch Schnee. Schöne Weihnachtsfantasie. Wir haben wochenlang gefiebert, Plätzchenduft lag in der Luft. Und dann war sie fast fest verschlossen, hintendurch die gute Stube und Papa hat uns geneckt, sagt das Christkind, würde nichts bringen. Doch geglaubt haben wir das nie. Schöne Weihnachtsfantasie. Heute ist nichts mehr wie früher, nichts an was man glauben kann. Aus uns Kindern wurden Alte, jeder lebt so gut er kann, dass wir glücklich werden, Friede überall auf Erden. Arm und Reich gibt es nicht mehr, schöne Weihnachtsfantasie. Mit diesem aus dem Kölsch übersetzten Liedtext der Höhner möchte ich Ihnen sagen, dass vieles nicht mehr so ist, wie es früher war und vieles auch nicht mehr so sein wird. Aber Erinnerungen wach zu halten, aber auch die Hoffnung und das Wissen, dass es wieder besser wird, das sagt dieser Text aus. Meine lieben Kandlerinnen und Kandler, es wird alles wieder gut. Dieses Weihnachtsfest wird eine Herausforderung, aber mit den eben genannten Zitaten und Texten werden wir wieder in eine bessere Zeit gehen. Ich glaube fest daran, dass Weihnachten im Jahr 2021, dass Geburtstage, Familienzusammenkünfte jeglicher Art, das Treffen mit Freunden erlaubt sind, eben die soziale Distanz wieder vorbei sein wird. Wir wieder Kraft aus den Begegnungen mit Menschen schöpfen, dass Zusammenhalt wieder anders gelebt wird. Daran glaube ich fest, daran halte ich fest. Und, meine lieben Bürgerinnen und Bürger, Weihnachten ist auch ein christliches Fest. Nein, es ist gerade ein christliches Fest. Der Heiland ist uns geboren. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Ich schöpfe auch daraus Kraft, im Glauben daran, dass Gott und Christus immer mit uns ist. Der Tenor ist, wir sind nicht allein. Sie sind nicht allein. Nehmen wir diese positiven Gedanken mit in die Zukunft. Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien, Angehörigen und Freunden ein frohes Weihnachtsfest, alles erdenklich Gute im neuen Jahr und Gottes Segen. Ich freue mich auf Sie. Sie sahen die Weihnachtsansprache des Stadtbürgermeisters Michael Niedermeyer der Stadt Kandel.